Also Star Wars kennt jeder, glaube ich. Wobei, du schaust ein bisschen traurig, das könnte jetzt entweder daran liegen, dass du kein Laserschwert hast, oder weil es jetzt der letzte Auftritt bei der großen Chance ist. Das ist der letzte Auftritt, aber ich habe ein Laserschwert. Ja, ich habe eine super tolle Gitarre, die zwar nicht leuchtet, aber ich sie zum Leuchten bringen, hoffe ich. Wir haben vor einem halben Jahr begonnen mit den ersten Castings. Jetzt, ein halbes Jahr später, gehst du jetzt gleich auf diese Bühne und singst das letzte Lied für heuer. Wie fühlt sich das an, wenn du das auf dieses halbe Jahr zurückschaust? Wahnsinn. Also was da passiert ist von dem Casting bis daher, das war so eine Gefühlsachterbahn, ja, für die ich sehr dankbar bin, weil ich glaube, aus dem lernt man einfach. Und ja, mit dem Lied, mit dem ich angefangen habe, mit dem schließe ich das Ganze jetzt. Das ist super, super klasse, glaube ich. Als Duett, sozusagen als die Neuerung. Duett. Du warst der Mann mit Hut, dann warst du der Mann ohne Hut, jetzt bist du der Mann mit Kapperl. Mit Kappe, ja. Thomas David Kappe. Ja, weil ich eben glaube, dass das nicht drauf ankommt, was man aufhat, ja, sondern was der Song ist. Das hast du selber gebastelt? Das habe ich selber gebastelt. Ja? In meinem Nachtdienst habe ich das gebastelt. Für 100.000 könntest du dir wahrscheinlich dann echt gestickt kaufen, oder? Ja, aber schau mal. Auf geht's. Auf die Bühne. Der letzte Auftritt bei der großen Chance für Thomas David. Und die mitgebrachten Fans und Freunde von Thomas David haben jetzt sozusagen das Begleitungsschlusswort hier in der Lounge. Toi, 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 Thomas. Das waren drei. Okay. Wir schauen uns an, mit wem der Thomas gleich auf die Bühne gehen wird. So viel vorneweg. Kernöl Connection. Ich habe erfahren, dass es ein Duett gibt im Finale mit Kandidaten, die schon bei den ersten zwei Staffeln dabei waren. Und für mich als Musiker und ich sage jetzt einmal als Steirer, ja, ist mir dann einfach nur, sind mir die Abtan-Monate uns eingefallen. Die unvergleichliche Performance, mit der sich das steirische Dreigestirn die Uptown Monotones bis ins Finale sang, war für viele das Highlight der großen Chance 2012. Der Thomas David hat uns angerufen und hat uns gefragt, ob wir im Finale mit ihm gemeinsam was machen wollen. Und ja, dann haben wir natürlich gesagt, auf jeden. Ja, und jetzt sind wir wieder da und der Wahnsinn beginnt erneut. Das wäre echt cool. So. Beatboxing, vielleicht Didgeridoo, Mark Hamill, Gitarre, da kann man schon was basteln. Und ich glaube, wenn ich und mit meinen zwei Jungs und die drei, ja, wenn da sechs Musiker aufeinandertreffen, da passiert einfach immer Magie eigentlich. Ja. Musik, 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 oder? Kommen wir das, ja. Dadurch, dass wir das Ganze schon mal erlebt haben, im Finale zu stehen, möchten wir jetzt einfach an Thomas ein bisschen unterstützen. Ja, es ist lustig, wenn du dann von der Hamas zuschaust und so. Wenn du weißt, wie das abläuft. Ja, 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 und so. Und dann haben wir gedacht, so, wow, ich weiß genau, wie es da gerade gegangen ist. Und so, das ist wir werden an einen seiner Songs performen miteinander und wir werden uns da irgendwie was einfallen lassen. Zu viel vorgeben, ja. Werden wir ein paar sechs Musiker werden wir nichts vorgeben, ja, da werden wir schauen, was passiert eigentlich. Ich glaube, man muss die Musik einfach spüren. Das ist einfach genau das, was Musik machen zusammen ausmacht. Wir alle wünschen uns, dass wir einfach eine coole Show haben, einen coolen Track und einfach einen unvergesslichen Moment. Ich wünsche mir von dem Auftritt, dass man eben zwei Bands auf der Bühne sieht, die aber in einem Lied ineinander verschmelzen und den Leuten rausbringt. Ja, und die Leute sagen, bist du nach, das möchte ich jetzt noch einmal sofort anrufen. Ja. Sit on top, losing doubt, chasing airplanes through the clouds. See the ocean, kiss the sky. Birds are flying like some butterflies. Oh, 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 yeah. Mm-hmm.
thought about my life and the things that happened overnight. There is nothing, no, now to be ashamed. So won't you stop to talk and stop to blame? Oh, 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 'cause I won't do the things you do. And I won't act as if I'm blue. Kick up your shoes and jump into the water, 'cause you got nothing to lose. Woo! 'Cause now is the time to step from behind, to lose all your pride, and if you fail, you know you tried. Live your life day by day, don't forget the easy way. Step by step and don't look back, try to track your disconnect. Nothing is worth enough, something costs. More than love, nothing is worth enough. If something costs more than love, more than love. Can't wait tonight, I'm changing my mind. I'll wait for the sun to kick off your shoes and jump into the water, 'cause you got nothing to lose. Yeah! Woo! Now it's the time to step from behind, to lose all your pride, and if you fail, you know you try. Oh yes, you know you try. Chasing airplanes through the clouds. Thomas David mit den Uptown Monotones und den Heavy Talents. Eine Kollaboration von gleich drei Acts. Fetzenlässig. Da stehen alle im Saal, nicht nur die Leute mit Thomas David vorne auf der Brust am T-Shirt. Na? Wie war das da oben, on top? On top, einfach. Wahnsinn, ja. Ihr seid so arg, ihr seid so arg. Echt. Ja, Bali is back. Ja, ist echt cool. Sehr cool. Wie war es für die Uptown Monotones? Schön, euch mal wieder auf dieser Bühne zu haben. Ja, es ist unglaublich. Danke an jeden und jeder, der was da arbeitet. Es ist für uns voll schön, dass wir da wieder sein dürfen. Und echt, ihr seid die Geilsten. Wirklich. Danke.
Danke, Jungs, echt. Danke, danke, danke. Das ist ja gar nicht so leicht für Künstler, so ein bisschen Jam-Session, ja. Aber wenn das dann professionell auf die Bühne muss, Sabine, du weißt das. Wie hat dir das gefallen? Also für mich, ganz ehrlich, war der Thomas heute eine ziemliche Überraschung. Eine ziemlich gute Überraschung. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Carina, wie hat es dir gefallen? Also der Titel deines Songs sagt schon alles aus. On top, und du bist on top, in jedem Sinn des Wortes. Ja, also wenn man Gänsehaut messen könnte, dann war das heute meine dickste oder stärkste oder längste. Ich weiß nicht, wie man Gänsehaut messen würde. Und ich glaube, dass du der Krönung der großen Chance 2013 bist. Einmal noch stimmt unsere Jury ab und drückt auf Plus oder Minus. Peter, beginnt bitte. Also ich halte den Thomas David für eine außergewöhnliche musikalische Begabung und würde mich wundern, wenn unsere Zuschauer das nicht auch sehen und für dich anrufen. Anrufen, anrufen, anrufen. Just sit on top. Peter, du hast gute Chancen, dass der Act, der einzige überbliebene Act, den du mitgenommen hast, dass der diese Sendung hier heute gewinnen wird. Wow, da hast du, danke. Da hast du wirklich gute Chancen. Aber trotzdem, egal was passieren wird, du bist einer der krassesten Sänger, die ich in meinem Leben je gehört habe. Und du bist wirklich, auch das ganze Gesamtpaket an dir, du bist ein super Typ. Danke, danke. Du singst danke, super. Danke. Deine Songs sind großartig. Ich habe keinen von deinen Songs gehört, den ich nicht mochte. Und deine Songs werde ich mir auch auf jeden Fall kaufen heute. Yeah. Ein dickes Plus von mir. Danke. Mit Unterstützung von den Uptown Monotons, Thomas David.